Und damit hallo und herzlich willkommen nach langer Zeit mal wieder zu einer Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Ja, Urlaub, Rückkehr und Job nebenbei, das sind jetzt gerade die aktuellen Sachen und deswegen dauert das jetzt halt auch immer so ein bisschen, bis wieder ein Mod kommt. Dementsprechend hat man natürlich weniger Zeit, aber ich werde gucken, dass ich das trotzdem jetzt wieder ein bisschen mehr mache, damit ihr auch ein bisschen auf dem Laufenden seid. Trotzdem nochmal an alle, die mich supporten, die Kommentare schreiben, die abonnieren und so weiter und so fort. So, dann fangen wir auch schon an. Ne? Wir haben hier einen schönen Fendt 700 Vario. Das ist die Standardfarbe. So wird er geliefert, beziehungsweise so ist er bei euch dann drin. Wenn ihr den Mod in eurem Mod-Ordner drin habt, habt ihr hier so ein komisches Babyblau oder was das auch immer ist. Aber wir ändern jetzt mal die Farbe. Und zwar, ich nehme immer ganz gern das Fendt Classic. Das ist hier. Ihr seht, es gibt ganz viele Farbeinstellungen. Felgenfarben können wir auch in Rot machen. Gibt es ja auch noch. Da muss ich erstmal gucken, welche das sind. Case, Fendt, so. Und dann habt ihr eigentlich mehr oder weniger die Standardfarben von einem Fendt. Es gibt nicht viele Einstellungen, wie ihr seht, hier. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. So, wir haben Reifenhersteller, haben wir die Trelleborg. Wir haben die Nokian und die Michelin-Reifen. Und die Mitas. Und die Reifenvarianten haben wir die Standard mit Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen und Gewichte, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hinten sowie Zwillingsbereifung vorn und hinten und Zwillingspflegebereifung vorn und hinten und die normal. Bei den Nokian, da gibt es nichts. Bei den Michelin-Reifen sind es auch die Standard. Breitreifen, Breitreifen mit Gewichte, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorn. Also dieselben Reifen, die wir auch bei den Trelleborg haben. So, gehen wir weiter. Dann haben wir hier das Design, das ist einmal das Standard. Da müssen wir mal gucken, da ändert sich drinnen was, glaube ich. Genau, wir haben hier dann die Warntafeln praktisch hinten. Ja, das ist einmal, hier oben haben wir dann noch so ein paar Deutschlandfahren, ne? Ob man die braucht oder nicht, das ist, ja, muss jeder für sich wissen. Und dann gibt es halt noch die Deutschlandfahren mit den Warntafeln. So, fahren haben wir auch noch alleine. So, genau. Ne? Also wie gesagt, wer das halt mag. Und hier vorne habt ihr dann noch so ein Fendt-Logo auf der Frontscheibe, also so ein Aufkleber. Ist, glaube ich, ein ganz nices Gimmick, wenn jetzt EM ist oder WM ist und man da Bock hat, mit Fahren durch die Gegend zu fahren. Dann ist das ganz gut. So, Motorausführung, wir machen das aber ohne. Ja, ich nehme auch die Warntafel nicht, denke ich. So, wir nehmen ihn einfach so ganz normal. Ja, Motorausführung haben wir einmal 165 PS, wir haben 200 PS, 240 PS und das war es dann auch schon. Wir nehmen mal in dem Fall die 240, dann haben wir hier eine schöne Frontladerkonsole, einmal von Stoll oder von Allö. Und ja, könnt ihr euch dann aussuchen. Ja, im Prinzip war es das dann schon jetzt von den Einstellungen her, die wir machen können. Und wir fahren auf unserem Vorführplatz und gucken uns den guten mal an. Bis gleich. So, heute mal ohne Intro und ja, ich muss halt gucken, wie ich das in nächster Zeit mache. Wenn ihr mögt, dass ich wieder ein Intro mache, dass man das halt alles vernünftig sieht, beziehungsweise so wie ich es immer gemacht habe, dann haut einfach mal in die Kommentare rein. Ansonsten machen wir das erstmal so, dass ich ja, den Schlepper, Trecker, Traktor so ein bisschen schnell vorstelle, damit die Videos sich nicht so in die Länge ziehen. So, da haben wir unseren Fendt. 724 Vario, steht hier alles schön drauf und ja, eigentlich alles Standard. Hier haben wir noch so ein Hufeisen vorne dran am Kühlergrill. Denke, das ist halt alles Standard. Was ich hier schön finde, ist, er hat ein niedersächsisches Nummernschild. Da ich aus Niedersachsen komme, finde ich das ganz nice. Ich denke mal, so vom Modell her ist es eigentlich wie das Standardmodell, was es hier so gibt. Ne? Also da ist jetzt nichts groß irgendwie anders als beim Standardmodell. Hier die Knöpfe
Na, das kann man alles gut erkennen. Das Nummernschild steht hinten, kann man auch super erkennen. Wir haben hinten die Hydraulikanschlüsse. Ist auch alles super tippitoppi. Ja, auch hier seitlich. Da ist alles Standard. Ich glaube, was halt neu ist, ist hier dieses. Ja, was auch immer das ist. Wenn ihr wisst, was es ist, ich weiß es nicht, warum das da unten auch ab ist, das Kabel. Einfach mal in die Kommentare reinhauen. Ja. So, gehen wir mal rein. Er hat IC Control nicht. Finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich haben diese Modelle, diese 700er Vario-Modelle oder allgemein Vario-Modelle, die ich bis jetzt vorgestellt habe, eigentlich immer irgendwie IC Control gehabt. Oder man konnte die Fenster mit der Maus aufmachen. In diesem Fall, wie ihr seht, geht es nicht. Ja. Also, machen wir das Beste draus. So, gehen wir raus und machen den Blinker-Test. Ich hoffe, dass das wenigstens alles funktioniert. Blinker links, Blinker rechts, Warnblink, Arbeitslicht hinten. Auch hier funktionieren die obersten Scheinwerfer nicht. Ah, doch, da funktionieren sie. Ja, gucke mal an. Schick, ne? So, dann gehen wir nach vorne. Blinker links, Blinker rechts, Warnblink funktioniert. Lichter funktionieren auch. Ja? Also die Arbeitslichter funktionieren und auch das normale Licht. Gehen wir nochmal rum. Nach hinten funktioniert auch. Ja? Also das funktioniert, so sieht das aus, wenn dann alle Lampen an sind. Beziehungsweise hinten und vorne auch alle lämmische leuchten. Ja? Schön. So, gehen wir hoch. Gucken uns noch die Bömmelsche an. Der hat hier auch, glaube ich, oben auf dem Dach. Das ist, glaube ich, Camus oder was ist das? Das müsste GPS sein, ne? Wie gesagt, einfach mal in die Kommentare hauen. Dann wissen wir das auch. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir hier die... Ah, da gehen die Rundumleuchten an. Das sind noch richtige Rundumleuchten, keine LEDs. Wirkliche Rundumleuchten, ne? So, funktioniert auch. Schön, gehen wir nochmal rein. Wie gesagt, von innen auch Standardmodell. Ich denke, da braucht man nicht weiter groß drauf eingehen. Wie gesagt, das ist eigentlich alles Standard. Ich wollte nochmal kurz gucken, wie das Licht kann man auch sehen. Ein Blinker wird leider nicht angezeigt, warum auch immer. Gut, ist wie es ist. So, dann machen wir einen Soundcheck. Soundcheck. Und Animationscheck, Pedale funktionieren, aber der Joystick funktioniert leider nicht. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Dann ist es halt so. Ne? Man kann halt nicht alles haben. Doch hier, jetzt wird Blinker angezeigt und dann sollten eigentlich auch die, ja, die Lichter, ne? Da seht ihr unten rechts Arbeitslichter hinten, ne? Also Arbeitslichter hinten, Arbeitslichter vorne, ne? Also es wird alles angezeigt, wenn ihr da drauf drückt. Das finde ich immer ganz gut und sogar halt das auch normale Licht wird auch angezeigt. Ne? So, was aber glaube ich auch Standard ist, ne? Also da, keine Ahnung. So, ja, im Prinzip war es das dann auch schon wieder von meiner Seite aus. Leute, ladet ihn euch runter, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da, ich würde mich freuen, Kommi auch. Und ich hoffe, dass ich demnächst wieder ein bisschen mehr für euch hochladen kann. Bis denne dann und tschüssi!